Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2. Die Gewerkschaft fordert eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Sind auch 4 Tage genug? Eine große britische Studie zeigt, dass die Beschäftigten weniger gestresst und weniger krank sind und die Firmen sind auch zufriedener. Live im Studio ist dazu AMS-Vorstand Johannes Kopf. Ein neues Kapitel in der schwierigen Beziehung zwischen der EU und Großbritannien seit dem Brexit, so nennt der britische Premier die heutige Nordirland-Einigung. Geld zurück. Im VW-Dieselskandal muss ein Händler ein 8 Jahre altes Auto wieder zurücknehmen und den Kaufpreis zurückzahlen. Das hat der oberste Gerichtshof entschieden. Heute wurden die Gehaltsverhandlungen für die Bankangestellten fortgesetzt. Und die Hauptforderung der Gewerkschaft ist diesmal nicht einfach mehr Geld, sondern weniger Arbeitszeit, konkret 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich. In immer mehr Betrieben gibt es ähnliche Modelle, sogar mit 32 oder 30 Stunden, also einer echten 4-Tage-Woche. Und erst vor wenigen Tagen wurde eine große britische Studie bekannt. In 61 Unternehmen mit fast 3000 Beschäftigten, die ein halbes Jahr lang die Arbeitszeit um 20% verringert haben, aber bei vollem Lohn. 39% der Beschäftigten fühlten sich danach weniger gestresst und gleich 71% weniger von einem Burnout bedroht. Die Krankenstände gingen um 2/3 zurück und die Absicht zu kündigen um mehr als die Hälfte. Die Firmen waren mit dem Pilotversuch so zufrieden, dass 90% davon die 4-Tage-Woche fortsetzen wollen, auch weil die Produktivität sogar leicht gestiegen ist. Für Kritikerinnen hingegen ist das der falsche Weg. Der Wirtschaft fehlen Arbeitskräfte. Wir müssten eher mehr statt weniger arbeiten, sagen sie. Die Online-Marketing-Firma eMagnetics in Bad Leonfelden in Oberösterreich. Vor 4 Jahren wurde hier zum ersten Mal in Österreich die 30-Stunden-Woche eingeführt, bei vollem Lohnausgleich. Zu Beginn haben die Beschäftigten noch 5 Tage die Woche je 6 Stunden gearbeitet. Mittlerweile können sie sich aber auch aussuchen, ob sie nur 4 Tage arbeiten wollen und dabei auch selbst entscheiden, ob sie Montag oder Freitag frei haben wollen. Begonnen hat alles mit der schwierigen Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unsere Bewerbungsquote, die hat sich verzehnfacht. Vor 5, 6 Jahren im Schnitt 10 Bewerbungen, die wir bekommen haben pro Job. Heute, in den Bestzeiten, bekommen wir bis zu 100 Bewerbungen pro Job. Und das ist in Zeiten des Fachkräftemangels wirklich ein absoluter Luxus und mittlerweile sogar ein Wettbewerbsvorteil für uns. Noch gibt es in Österreich wenige Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich anbieten. Die Gewerkschaften fordern von der Regierung jetzt Pilotprojekte zu starten, ähnlich wie in Großbritannien. Neben den roten Gewerkschaften stehen auch die ÖVP-nahen mittlerweile hinter diesem Vorschlag. Auf alle Branchen ließe sich dieses Modell aber nicht anwenden, warnt die Wirtschaftsforscherin. In Gesundheitsberufen, da kann man natürlich nicht intensiver pflegen in 30 Stunden. Man muss einfach eine gewisse Zeit dort sein. Ein Arzt muss auch eine gewisse Anzahl an Patienten, eine gewisse Anzahl der Stunden sehen. Wenn man hier verkürzt, dann ist es davon auszugehen, dann entweder noch weniger Zeit pro Patient braucht oder einfach weniger Patienten gesehen werden. Auch in der Industrie könne ein Arbeiter in 30 Stunden nicht gleich viel produzieren wie in 40 Stunden. Ein voller Lohnausgleich ist für die industriellen Vereinigung daher undenkbar. 4 Tage arbeiten, nämlich eine reduzierte Arbeitszeit und damit aber gleiches Einkommen, dann sage ich ganz klar und dezidiert nein. Denn alleine eine Reduktion von 38,5 Wochenstunden auf 35 Wochenstunden würde eine Verteuerung der Faktor Arbeit um 10% für das Unternehmen bedeuten. Zurück in Bad Leonfelden. Die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich habe die Zufriedenheit der Beschäftigten gesteigert, sagt der Firmenchef. Und der Umstieg habe sich auch wirtschaftlich rentiert, auch wenn die Kosten zu Beginn höher waren. Wir haben mittlerweile 4 Jahre Erfahrung, haben die Zeiträume verglichen und konnten da eine Produktivitätssteigerung feststellen, und zwar von bis zu 34%. Wie gesagt, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle dabei, aber den größten Anteil hat eben so Arbeitszeitmodell mit 30 sind genug. Gesteigert wurde auch die Zahl der Beschäftigten. Vor der Umstellung waren es 12, mittlerweile arbeiten 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Online-Marketing-Firma.
Und dazu begrüße ich jetzt live bei mir im Studio Johannes Kopf, den Vorstand des Arbeitsmarktservice AMS. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Herr Dr. Kopf, wenn man sich diese Erfahrungen dieser Firma anhört und vor allem diese große neue Studie aus Großbritannien, dann klingt das so, als hätte eine solche Vier-Tage-Woche für alle Beteiligten, Beschäftigte wie Unternehmer, eigentlich nur Vorteile. Hat Sie dieses eindeutige Ergebnis überrascht? Ich möchte differenzieren zwischen der oberösterreichischen Firma und dem Pilotversuch in UK. Die oberösterreichische Firma hat das ganze Thema vor allem angegangen aus einem wesentlichen Punkt, nämlich um Personal zu suchen und auch zu finden. Und das ist sehr erfolgreich, das war auch in Ihrem Beitrag. Ich habe mir heute die Webseite des Unternehmens angeschaut. Aktuell gibt es keine offene Stellen. Es gibt gar nicht so viel erfolgreiche Unternehmen aktuell in Österreich, wo es keine offene Stelle gibt. Das heißt, dieses Ziel wurde erfüllt. Und auch in dem Bereich, gerade IT oder Dienstleistung, IT-Bereich, ist es aus meiner Sicht auch vorstellbar. Dieser Arbeitgeber hat sich sehr attraktiviert und damit findet er Personal offenbar auch sehr gute, qualifizierte Leute. Aber ist das dann nicht genau die Lösung für das Problem, das Sie schlechthin haben, nämlich dass ganz viele Firmen keine Arbeitskräfte finden? Offensichtlich sind die Firmen zufrieden, weil sie Leute finden und die Leute, die dort arbeiten, die sind ganz besonders zufrieden. Individuell, ja, absolut. Ich habe aktuell, wenn ich in alle Jobs.at schaue, unsere Jobbörse sind mehr als 5.000 Stellen, die 4-Tage-Woche anbieten. 3.000 davon sind allein dem AMS gemeldet worden. Das heißt, die Unternehmen wissen schon, wenn sie sich abgrenzen wollen von anderen, müssen sie attraktiver sein und deswegen bieten die das Modell an. Die Frage ist ja, ob es auch funktionieren würde, wenn alle 4-Tage-Woche haben. Und da kommt dann ja der Punkt dazu, dass das in vielen Bereichen gar nicht geht. In Ihrem Beitrag sind auch genannt worden Bereiche, wo man etwa an Patienten arbeitet oder ich sage jetzt, wenn die Wiener Linien nicht genug U-Bahn-Fahrer haben, dann wird es mit der 4-Tage-Woche nicht die Lösung geben. Aber möglicherweise könnten die Wiener Linien ja mehr U-Bahn-Fahrer finden, wenn sie attraktivere Arbeitsmodelle anbieten. Also wenn man sagt, okay, es gibt sozusagen eine 4-Tage-Woche von Montag bis Donnerstag und die, die von Freitag bis Sonntag arbeiten müssen, weil sie am Wochenende arbeiten, nur 3 Tage arbeiten. Ja, aber das würde ja darauf basieren, dass es insgesamt genug Leute gibt. Jetzt haben wir aber eine Situation demografisch bedingt, wo es und das verschärft sich eher insgesamt zu wenig Leute gibt. Das ist ja der Grund, warum die Regierung etwa die Rot-Weiß-Rot-Karte massiv erleichtert hat und so weiter. Oder wir haben ja 400.000 Arbeitslose. Wir haben jetzt Winter, das sind ungefähr 100.000 mehr aufgrund des Baus und der Landwirtschaft, die nicht arbeitet und so weiter. Und wir haben aktuell die niedrigste Arbeitslosenrate seit 15 Jahren. In manchen Bundesländern, etwa der Steiermark, seit den 80er Jahren, das heißt, wir reden hier schon 40 Jahre. Und arbeitssuchende Menschen haben ja das Thema, dass sie a. regional nicht überall dort sind, wo die Stellen sind, und B, auch die Qualifikation nicht passt. Also es stimmt schon, dass wir in vielen Bereichen einen Arbeitskräftemangel haben. Und da glaube ich nicht, dass Arbeitszeitverkürzung die Gesamtantwort sein kann, auch wenn es individuell die Chancen einer Firma verbessert. Jetzt arbeiten in Österreich von den 55- bis 64-Jährigen nur 55%. In Schweden zum Beispiel sind es mehr als 3/4. Mhm. Und alle sind sich einig, dass das zu wenige sind bei uns, vor allem weil wir ja immer länger dann in Pension bleiben und das muss ja jemand finanzieren. Jetzt sehr viele Menschen freuen sich aber sehr auf die Pension, weil sie ziemlich erschöpft sind nach ihrem Arbeitsleben. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn wir zum Beispiel pro Woche weniger arbeiten würden, aber dafür ein paar Jahre länger? Ja. Warum macht man das nicht? Erstens einmal muss man offen sagen, politisch ist es so, dass niemand an den Pensionsschrauben drehen will, außer den NEOS. Das hat damit zu tun, dass der durchschnittliche Wähler jetzt schon so fast 50 ist und das wohl nicht gutiert werden würde bei Wahlen, dass man jetzt länger arbeiten muss. Dazu kommt, dass solche Umstellungen ja wahrscheinlich jetzt Leute betreffen würden, die länger arbeiten müssten, während Jüngere sozusagen davon profitieren, dass die Arbeitszeit. Das heißt, du müsstest das umstellen in einen Zeitraum einer Lebensarbeitszeit, also über 40 Jahre, und müsstest den Leuten jetzt sagen, wenn du jetzt nur 30 Stunden arbeitest, musst du dafür arbeiten bis, ich sage jetzt irgendwas, 67, 68, 69, 70, was auch immer. Also, und die Politik, die sich Programme überlegt für 40 Jahre und das dann auch noch rausdealt mit den Leuten, es ist schwierig, glaube ich. Jetzt, dass die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde in Österreich, ist fast 50 Jahre her. Seither arbeiten viel mehr Frauen. Maschinen, Roboter und Computer erledigen einen Großteil der Arbeit, die damals noch Menschen erledigt haben. Und die Produktivität ist extrem gestiegen und trotzdem arbeiten wir gleich lang. Wäre es nicht tatsächlich einfach mal Zeit, bei unseren Urgroßeltern haben noch 60 Stunden gearbeitet? Moment. Es gibt ja eh ohne dies 1,3 Millionen Menschen, die Teilzeit arbeiten. Und an sich ist es ja gut, wenn jeder im Idealfall selbstbestimmt seine Arbeitszeit wählen kann. In einer Abwägung zwischen, ich sage jetzt, Familienbetreuungs-, ich sage jetzt auch Wünschen, im Idealfall, weil es ja Kinderbetreuung gibt, und auch Arbeitgeber sozusagen attraktiver sein können und so weiter. Im Idealfall gibt es eine freie Wählbarkeit. Nur haben wir eben eine Situation, die ein bisschen anders ist als vor
10 Jahren etwa, wo es in der Tendenz zu wenig Arbeitskräfte gibt. Und jetzt überlegt der Staat aus meiner Sicht berechtigterweise, wie er Anreize setzen kann, dass die individuelle Entscheidung verändert wird. Also so wie man früher Anreize gesetzt hat, dass Leute eher in Pension gegangen sind oder in Altersteilzeit oder in Bildungskarenz, so überlegt der Staat jetzt aus meiner Sicht richtigerweise, welche Anreize kann ich setzen, damit Leute zum Beispiel länger arbeiten im Alter oder auch mehr Stunden. Und ein Punkt, das ist schon wichtig, darum haben irgendwie beide Seiten recht, sage ich. Es geht auch um eine andere Verteilung der Arbeitszeit. Und da geht es vor allem um die Verteilung zwischen Vater und Mutter, eine fairere Teilung der Familienarbeitszeit. Und in dem Sinn macht das nicht Sinn, dass die Männer oftmals mit Überstunden wahnsinnig viel arbeiten und die Frauen viel zu wenig. Da eine sinnvolle Lösung zu finden, wäre sicher gut. Jetzt haben Sie in dieser Debatte, die der Arbeitsminister angestoßen hat, über weniger Teilzeit gesagt, es wäre gut, die Bevorzugung von Teilzeitarbeit in unserem Abgaben- und Steuersystem zu überdenken. Was haben Sie da konkret gemeint? Wir haben so ein paar Stufenelemente. Eine starke, die ganz offensichtlich ist, ist die Geringfügigkeitsgrenze, wo man bis 500 Euro keine Sozialversicherung zahlt. Und wenn man knapp drüber verdient, dann zahlt man gleich 15%. Und das führt dazu, dass sozusagen sehr viele Menschen in gewisser Weise in der Geringfügigkeit verweilen. Auch weil die Geringfügigkeit mit anderen Systemen gut zusammenpasst. Ich habe auch schon in der Vergangenheit angesprochen, etwa neben Arbeitslosengeldbezug. Das würden Sie abschaffen? Ja, abschaffen ist schwierig, weil es ja auch ganz, ganz kurze Dienstverhältnisse für einen Tag auf einem Zeltfest oder so gibt. Da kann man verschiedene Varianten nachdenken. Eine Variante wäre, dass man sie gleich auch sozial versichert. Dann hätte man sowas wie eine Mindestabgabe in der Höhe von ungefähr 70 Euro. Das wäre eine Variante, die man diskutieren kann. Eine andere wäre, sie reduzieren. Sie ist relativ hoch mit 500 Euro. Da muss man verschiedene Systeme diskutieren. Man sollte es aber grundlegend diskutieren. Gerade jetzt politisch wird zum Beispiel zur Frage Überstunden, soll man die weniger besteuern oder so diskutiert. Ein Punkt zum Beispiel, der gar nicht diskutiert wird und ich glaube einen viel größeren Hebel hätte, sind zum Beispiel die Kosten von Kinderbetreuung. Ob eine Frau statt 20, 30 Stunden arbeitet, hat auch in unmittelbarer Folge dazu, dass er etwa einen Hortplatz am Nachmittag braucht. Und die Kosten, wenn man sich die Bundesländer anschaut, zwischen 100 und 200 Euro im Monat. Und das ist also eine wirkliche ein viel stärkerer Hebel, als ich sage jetzt einzelne Prozent bei der Sozialversicherung. Gut, da gibt es ja immer den Vorschlag, irgendwie das steuerlich absetzbar zu machen, aber das hilft ja wiederum nur Frauen, die sehr gut verdienen. Ja, das gab es ja schon einmal und dann ist das aufgelöst worden und jetzt gibt es den Familienbonus Plus, das ist wieder so ein anderes System. Aber faktisch ist es so, dass eine Frau, die dann statt 20, 30 Stunden arbeitet und vielleicht 400, 500 Euro mehr verdient, dass die dann vielleicht 150 Euro für die Kinderbetreuung zieht. Und das hat dann schon einen, ich würde sagen, lenkenden Effekt. Also wenn man da wirklich irgendwas lenken will, wäre dann nicht die sinnvollste Maßnahme flächendeckende, kostenlose Kinderbetreuung? Ich bin dafür und zwar auch noch ganzjährig, weil es geht ganz, ganzjährig. Es geht stark auch um die Ferienzeiten. Wir haben Kinderbetreuungseinrichtungen gar nicht so wenig. Die haben mehr als 50 Schließtage. 50 Schließtage geht für eine Alleinerzieherin gar nicht. Und selbst wenn man zwei ist, geht es sich nur aus, wenn man den Urlaub ganz getrennt nimmt. Also das ist nicht mehr zeitgemäß. Kurz noch ein anderes Thema. Übermorgen werden die Arbeitslosenzahlen für Februar bekannt. Im Jänner waren 7,6% der niedrigste Wert seit 15 Jahren. Aber Sie haben gesagt, wir werden im ersten Quartal jetzt schon mit leicht steigenden Arbeitslosenzahlen rechnen müssen. Ist es soweit? Ende Februar vermutlich geht es sich gerade noch aus, also es sind noch zwei Tage, geht es sich gerade noch aus, dass wir leicht negativ sind. Im März, glaube ich, werden wir steigen. Mit Inflation, mit Energiekrise, mit der abflauenden Wirtschaft, ein wie großes Problem wird die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr noch werden? Ehrlich gesagt keines. Auch wenn es für die individuelle Person natürlich immer ein großes Problem ist. Insgesamt gehen wir nur mehr von leicht steigender Arbeitslosigkeit heuer aus und wahrscheinlich schon einem Turnaround, vielleicht sogar noch im heurigen Jahr. Nächstes Jahr wird die Arbeitslosigkeit wieder sinken. Das heißt, wir bleiben auf einem niedrigen Niveau. Das heißt, das Problem des Arbeitskräftemangels wird uns erhalten bleiben. Jawohl. Herr Dr. Kopp, vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Und wir wechseln das Thema. In den ohnehin unendlich komplexen Verhandlungen rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU war die schwierigste Frage, welche Folgen der Brexit für die 1,9 Millionen Nordiren hat. Als Teil des Vereinigten Königreichs ist Nordirland ja mit ausgetreten. Gleichzeitig wollte man auf der Insel keinesfalls eine neue Grenze zur Republik Irland, die weiter EU-Mitglied ist. Nach jahrelangem Streit haben der britische Premier Sunak und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute eine Einigung verkündet. Großbritannien hat die EU längst verlassen. Den eigentlichen Schlussstein der Brexit-Verhandlungen setzen London und Brüssel aber erst heute an. I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough. Großbritanniens Premier spricht von einem Durchbruch. Gemeint ist der Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll.
Seit dem Brexit ist Großbritannien nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts. Das bedeutet, zwischen der EU und Großbritannien sind wieder Waren- und Zollkontrollen nötig. Für die britische Provinz Nordirland sieht das Nordirland-Protokoll aber eine Ausnahme vor. Damit entlang der Grenze Nordirlands zum EU-Mitglied Irland keine harte Grenze entsteht, werden Waren aus England, Schottland und Wales schon an der Seegrenze zur irischen Insel kontrolliert. Viele in Nordirland fürchten seither, vom restlichen Vereinigten Königreich abgetrennt zu werden. Keine Ideallösung also, aber eine, die ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts unbedingt verhindern sollte. Die katholische Minderheit in Nordirland ist lange wirtschaftlich benachteiligt worden. Die Folge war ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg zwischen Katholiken, die einen Anschluss an die Republik Irland suchten, und Protestanten, die sich zum Vereinigten Königreich zugehörig fühlten. Tausende Menschen wurden getötet, bis das Karfreitagsabkommen 1998 Frieden gebracht hat. Die heute präsentierte Lösung soll verhindern, dass Grenzkontrollen innerhalb Irlands den Konflikt neu anfachen und zugleich den Menschen in Nordirland die Sorge nehmen, vom Rest des Vereinigten Königreichs abgeschottet zu werden. Zollkontrollen sollen künftig erleichtert werden, durch zwei verschiedene Spuren für Lkw-Fahrer. Eine grüne Spur für jene, die Waren an Bord haben, die in Nordirland bleiben und deshalb nur stichprobenartig kontrolliert werden. Und eine rote Spur für Waren, die weiter ins EU-Land Irland transportiert und deshalb weiterhin auf EU-Standards überprüft werden. I believe the Windsor Framework marks a turning point. Diese Einigung ist ein Wendepunkt für die Menschen in Nordirland. Sie löst praktische Probleme und bewahrt zugleich die Balance des Karfreitagabkommens. Damit die Vereinbarung in Kraft treten kann, müssen alle EU-Mitgliedsländer zustimmen und das britische Parlament. Dort sieht die oppositionelle Labour-Partei die Einigung aber grundsätzlich positiv. Mit Widerstand ist nur von einigen Brexit-Hardlinern zu rechnen. Und so dürfte es für die Lösung des Streits um die grüne Insel bald grünes Licht geben. Vor der Küste Südafrikas ist heute ein gemeinsames Militärmanöver mit Russland und China zu Ende gegangen. Just rund um den Jahrestag seines Überfalls auf die Ukraine wollte Russland damit zeigen, dass es nicht isoliert ist. Da Moskau in Europa keine Verbündeten mehr hat, bemüht es sich umso mehr in Afrika und Asien um Unterstützung und Sympathien und ist dabei auch immer wieder erfolgreich, wie Margit Maximilian aus Westafrika berichtet. Übungen mit russischen Schiffen vor der südafrikanischen Küste. Eine übliche Praxis mit Freunden weltweit, nennt das Südafrika. Seine neutrale Position habe man damit nicht aufgegeben. Vereinbart wurde das vor kurzem beim Besuch von Russlands Außenminister Lavrov. Seit vergangenem Jahr reiht Lavrov eine Afrika-Tour an die andere. Ägypten, Äthiopien, Uganda, Kongo, Mali, Sudan. Im geächteten Eritrea wirft er dem Westen neue Kolonialambitionen vor. Der malischen Militärjunta verspricht er noch mehr Waffen und Kampfhubschrauber. Bereits jede zweite nach Afrika eingeführte Waffe stammt aus Russland. Vor allem die Aktivitäten der Wagner-Söldner in West- und Zentralafrika bereiten dem Westen Sorgen. Wie zuvor schon Mali, geht jüngst auch der Nachbar Burkina Faso denselben Weg, weg von Europa Richtung Russland. Französische Spezialtruppen wurden zum raschen Abzug aufgefordert. Die junge Sahelbevölkerung hat genug von Dschihadisten und Unsicherheit. Mit Russland wird alles besser. Dieser Propaganda wird oft geglaubt, auch wenn sie noch so platt ist. Da werden die bösen Franzosen in martialischen Videos im Netz schon mal von gestärkten Militärs einfach ausgelöscht. Die imperialistische Schlange wird besiegt. Gestählte Wagner werden als Freund und Retter begrüßt. Das Magazin Politico beziffert jüngst die Profite, die die Wagner-Firma, wie das Prigozhin-Imperium schon genannt wird, mit an die 1 Milliarde Dollar allein in der Zentralafrikanischen Republik. Von der größten Mine dort werden Goldbarren über die Wirtschaftsmetropole Douala in Kamerun nach Russland verschifft.
alles mit Hilfe dubioser Kontakte, alles selbstverständlich ohne Steuern für den bitterarmen Staat, den ein New York Times-Journalist, der das Land kürzlich besuchen konnte, als mittlerweile reinen russischen Vasallenstaat bezeichnet. Seine Reise war nicht ungefährlich. Drei russische Journalisten, die hier schon vor Jahren die Mineninteressen von Wagner recherchiert hatten, wurden umgebracht. Russland sieht Afrika als Instrument im Kampf gegen den Westen, speziell seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Seither hat aber auch Amerika seine Bemühungen um Einfluss verstärkt. Der Kontinent steht insgesamt noch mehr im Kreuzfeuer geopolitischer Interessen. Doch die Geldpipeline aus Afrika funktioniert. Das Propagandavideo zeigt auch, wie es in Westafrika weitergehen soll. Nach Mali und Burkina Faso geht es in Richtung Elfenbeinküste, die Côte d'Ivoire. Die UNO warnt, Frankreich warnt, doch aufhalten kann die Söldner offenbar niemand. Im Jahr 2015 wurde der sogenannte VW-Dieselskandal bekannt. Jahrelang hatte Volkswagen die Abgaswerte seiner Dieselmotoren manipuliert. Davon waren 11 Millionen Autos weltweit betroffen und in Österreich rund 360.000. Eines davon kann der Käufer jetzt an den Händler zurückgeben, 8 Jahre nach dem Kauf. Und er bekommt den Kaufpreis zurück, minus eine Art Nutzungsgebühr für die 70.000 gefahrenen Kilometer. Das hat der oberste Gerichtshof jetzt entschieden. Konkret bekommt der Käufer 19.500 Euro plus Zinsen. Das ist gut doppelt so viel, wie sein Auto noch wert ist. Spannend wird, was dieses Höchstgerichtsurteil für andere Betroffene bedeutet. Wenn der Weg das Ziel sein soll, dann sind viele VW-Dieselkunden in Österreich auf der richtigen Spur. Nach langen 8 Jahren hat nun ein Kläger im Dieselskandal des VW-Konzerns vor dem obersten Gerichtshof in Wien Recht bekommen. Im Jahr 2015 war aufgeflogen, dass der deutsche Autobauer bei der Abgasmessung bei Dieselmotoren trickst. Und zwar mit einem eigenen Betriebsmodus, durch den bei der Prüfung weniger Abgase ausgestoßen wurden als unter normalen Bedingungen auf der Straße. Der Kläger, ein Autokäufer, hat den Kaufpreis von rund 27.000 Euro für seinen VW Tiguan zurückverlangt. Der Autohändler muss ihm nun 19.500 Euro plus Zinsen rückerstatten. Der Händler darf ein Nutzungsentgelt in der Höhe von 7.000 Euro abziehen. Der eigentliche Wert des Autos liegt heute bei 10.000 Euro. Man muss aber noch eines dazu sagen, dass das Verfahren in diesem Fall gegenüber dem Hersteller, also gegenüber VW selber, noch nicht entschieden ist, sondern da wurde das Verfahren unterbrochen. Wir haben also keine Klärung im Verhältnis zum Hersteller, zu VW selber. 10.000 Betroffene vertritt der VKI in Sammelklagen an allen Landesgerichten in Österreich. Es ist der größte Massenschaden, den die Konsumentenschützer abwickeln. Mit der ersten Höchstgerichtsentscheidung sei es nun höchste Zeit, dass VW auch in Österreich die Leute entschädigt. Weil worauf soll man warten? Worauf möchte VW warten? Es gab auch letzte Woche eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Schleswig, wo auch diese Abschalteinrichtung Thema war. Und wo dort droht, dass es auch Rückrufe weitergeben könnte. Außerdem ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft seit mehr als 5 Jahren unter anderem gegen VW, den Zulieferer Bosch und den früheren VW-Vorstandschef Martin Winterkorn. Der Verdacht lautet auf schweren Betrug, vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt bzw. Abgabenhinterziehung. Beim Volkswagen-Konzern sieht man im OGH-Urteil lediglich ein Teilurteil, das sich gegen einen Händler und nicht gegen die Volkswagen AG richte. Auf ZIB-2-Anfrage heißt es außerdem schriftlich: Dem Urteil des OGH gegenüber dem Händler liegen unrichtige Tatsachenfeststellungen zum Thermofenster zugrunde, die aus prozessualen Gründen vor dem OGH nicht mehr richtiggestellt werden konnten. Auch nach 8 Jahren dürfte für die Zehntausenden mutmaßlich getäuschten VW-Kunden und Kundinnen in Österreich der Weg durch die Instanzen noch lange nicht zu Ende sein. Könnte aber spannend werden und wir werden es weiter für Sie beobachten. Jetzt haben wir noch weitere wichtige Meldungen vom Tag im Überblick. Die Partito Democratico, die sozialdemokratische Partei in Italien, hat erstmals eine Frau als Chefin. Die Wählerbasis hat sich überraschend für Elly Schlein ausgesprochen, in der Regionalregierung der Emilia-Romana, Stellvertreterin des haushohen Favoriten für den Parteivorsitz. Die 37-jährige frühere EU-Abgeordnete will mit einem klaren Linkskurs Opposition gegen die Rechtsregierung machen.
Gegen FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis eine Anzeige wegen Ehrenbeleidigung eingegangen. Wegen Aussagen Kickls beim politischen Aschermittwoch über den Bundespräsidenten mit Worten wie senil oder Mumie. Nun muss die Präsidentschaftskanzlei entscheiden, ob sie die Behörde zu einer Strafverfolgung Kickls ermächtigt. Die Stadt Wien stellt die Wien-Energie unter einen Schutzschirm von 2 Milliarden Euro zur Absicherung von Geschäften an der Energiebörse. Im Sommer hat die Wien-Energie hohe Sicherheitsleistungen nicht mehr selbst aufbringen können und musste mit Notkrediten der Stadt Wien und des Bundes gerettet werden. Der Verein gegen Tierfabriken erhebt neue Vorwürfe wegen Tierquälerei gegen einen steirischen Hühnermastbetrieb, der das AMA-Gütesiegel trägt. Untermauert mit Bildern aus dem Herbst 2022. Laut AMA ist der amtliche Tierarzt für den Schlachtvorgang zuständig. Die zuständigen Behörden sagen, der Betrieb sei geprüft worden und in Ordnung. In Trieben in der Obersteiermark hat offenbar ein Polizist den Postenkommandanten, seinen Vorgesetzten, erschossen. Der Schütze ist festgenommen worden, seine Motive sind noch unklar. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Salzburg. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag für Sie. Die Wolken über Österreich werden jetzt wieder weniger. Am Rande eines Hochs über den britischen Inseln strömt dabei vorerst noch kalte Luft ins Land. Nur der Süden bekommt von einem Mittelmeertief morgen weiterhin feuchte Luft. Hier bleibt es auch recht kühl. Ansonsten wird es nach etwas Frühnebel häufig sonnig und auch milder als zuletzt. Ähnlich dann in den kommenden Tagen. Vor allem im Norden ist nach wie vor lebhafter Ostwind spürbar. Generell steigen die Temperaturen aber weiter an, im Westen sogar auf über 10 Grad. Sie haben es erkannt, das waren nicht die weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, die hatten wir schon. Aber wir haben im neuen Studio so viele Kameras vor mir und so viele Monitore vor mir. Ich muss mich dann erst gewöhnen. Das war der Wetterbericht. Aber an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt von allen Zuseherinnen und Zusehern, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien. Und hier in ORF 2 geht es jetzt weiter. Nicht mit den wichtigen Meldungen vom Tag, die hatten wir schon, sondern mit der Vorschau auf den Kulturmontag und Clarissa Stadler. Zu uns kommt heute Verena Altenberger live ins Studio. Wir sprechen über den neuen Film Sterne unter der Stadt. Eine zart-bittere Liebesgeschichte in zauberhafter Manier. Das Setting eher ungewöhnlich. Im Untergrund des Wiener U-Bahn-Netzes finden sich die Liebenden, gespielt von Verena Altenberger und Thomas Brenn. Die 80er Jahre von Michael Jackson oder Madonna sind zurück, allerdings anders, als sie vielleicht dachten. Weird Al Yankovic hat sie alle gecovert und die ersten Klamauknummern draus gemacht. Von seiner aktuellen Tour, die ihn auch nach Österreich führt, haben wir mit Weird Al gesprochen. Außerdem ein Bericht über den Aufreger aus Hollywood, Tar, ein Film, der die Klassikwelt aufregt. Und apropos, wir erklären Ihnen, warum es keine gute Idee wäre, das RSO Wien wegzusparen. Bis gleich. Und die nächsten aktuellen Nachrichten hat heute nicht die ZIB Nacht, sondern die neue ZIB 3. Zur Premiere gibt es eine Diskussion über die Erhöhung der Richtwertmieten zwischen der Vorsitzenden der Wiener Mietervereinigung und einem Sprecher der Immobilienwirtschaft in der ZIB 3 um 23.35 Uhr in ORF 1. Das war für mich zumindest die erste ZIB 2 aus dem neuen Studio. Fast hätten wir es unfallfrei hingekriegt. War mein Fehler. Morgen auf ein neues. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.